es eben nicht nur von der Opposition, sondern auch vom lieben Koalitionspartner SPD, wie gerade gehört, in einer Form und Härte, die neu ist für Schwarz-Rot. Bislang setzte die SPD auf eine Politik der ruhigen Hand. Das eigene Programm umsetzen, dann kommen auch bessere Umfragewerte. Das hat nicht geklappt. Nun schaltet die SPD auf Angriff. Lars Bonsack über eine Partei, die die Wahrheit sucht und mehr noch eine Chance zur Profilierung. Es war ein wohl vorbereiteter Auftritt. Zwei Tage hatte der SPD-Chef an den Formulierungen gefeilt und dann mit der Parteiführung abgestimmt. Sigmar Gabriel zieht eine rote Linie zu Angela Merkel und attackiert sie dort, wo sie bislang als unangreifbar schien, bei ihrer Glaubwürdigkeit. Ich habe nach dem Auftauchen der ersten Hinweise zweimal die Kanzlerin gefragt, ob es Hinweise darüber gibt, über den bekannten Fall EADS hinaus, ob es Wirtschaftsspionage gibt. Beide Male ist mir das gegenüber verneint worden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Kanzlerin mit dem, was sie gesagt hat, sozusagen auf meine Frage korrekt geantwortet hat. Damit legt Gabriel die Lunte für den Fall, dass sich die Sache doch noch anders darstellen sollte und setzt seine SPD so weit wie möglich von der Union ab, um nicht als Partner in der Großen Koalition in Mithaftung genommen zu werden. Natürlich ist auch klar, dass wir mit Eintritt in eine Koalition nicht die Verantwortung für Defizite auf der Unionsseite, dort wo die zu verantworten haben, übernehmen. Im Kabinett bemühte Freundlichkeit. Merkel will die Geschichte nicht durch innerkoalitionären Streit in den Schlagzeilen halten. Gabriel will keinen Bruch der Koalition. Aber er will endlich auch politischen Gelände gewinnen. Und so lässt er weiter kratzen an der Teflonschicht der Kanzlerin. Die Botschaft, diese Affäre ist auch Merkels Affäre. Das Kanzleramt heißt Kanzleramt und nicht Landwirtschaftsamt, weil es im Aufsichtsbereich der Bundeskanzlerin steht. Und seit 10 Jahren ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die BND-Affäre wirkt weit über den Moment hinaus. Die SPD läutet mit ihr die zweite Phase der Großen Koalition ein. Die Tage des weitgehend konfliktfreien Durchregierens dürften gezählt sein. Wir haben die Union ja nicht geheiratet. Das ist eine Lebensabschnittspartnerschaft, die 2017 enden soll. Und natürlich sind wir eine eigenständige Partei und da sind genügend Reibungspunkte da. Dafür sorgt schon im Zweifelsfall die CSU. Aber ich habe da gar keine Bange, dass wir unser eigenes Profil rausstellen können und trotzdem erfolgreiche Regierungsarbeit in Berlin leisten. Regieren und opponieren, ein Spagat. Denn noch müssen sie über 2 Jahre in Berlin zusammenarbeiten. Würde Gabriel jetzt schon in den Wahlkampfmodus gehen, würde es ihm und der SPD wohl eher schaden als nutzen. Das wissen auch die Strategen in der Parteizentrale. Dennoch ist das Signal an die Union, mehr aber noch an die eigenen Leute. Kompromisse wird es mit der SPD nur noch dort geben, wo sie nicht das eigene Machtkalkül berühren. Klar ist, dass die SPD ihre Eigenständigkeit mit dem Eintritt in diese Koalition nicht aufgegeben hat und dass die programmatische Ausrichtung mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 nicht erst 6 Wochen vor der Bundestagswahl beginnt, sondern da gibt es entsprechend lange Vorläufe. Gabriel kann in der BND-Affäre beobachten, wie darauf reagiert wird, wenn er Merkel frontal angreift. Es ist ein Vortasten an die Auseinandersetzungen in kommenden Wahlen. Es ist aber auch ein Zeichen an die eigene Partei, dass er als Kanzlerkandidat bereitsteht. Unterschiedliches hört man an diesem Wochenende aus der Regierungskoalition auch zum Thema Griechenland. Sigmar Gabriel formuliert Bedingungen für ein drittes Hilfspaket. Volker Kauder will von einem solchen Paket nicht mal sprechen.